Hi Leute, heute machen wir ein echt leckeres Brot. Wir machen so eine Art Partybrot, das geht auf jeder Party, geht drin, grillen, perfekt. Und das sind super Aromen und ich habe mir gedacht, das Brot muss ich euch unbedingt mal zeigen. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut einfach zu. Ich habe hier lauwarmes Wasser, 300 Gramm. Und jetzt nehmen wir noch einen halben Würfel frische Hefe. Ihr könnt aber auch das entsprechende Paket trockene Hefe nehmen. Und wir bröseln diese hier rein und rühren alles unter. Das Wasser ist lauwarm, sodass die Hefe nicht kaputt geht. Und jetzt geben wir noch Honig dazu. Ein Esslöffel. Und den rühren wir direkt mit ein, sodass der Honig auch direkt auflöst. Und dann nehmen wir noch Salz, eine Prise Salz. Oder zwei Prisen Salz. Zwei Prisen Salz reichen. Das sind ungefähr einen halben Teelöffel. So, wir benötigen Mehl. Und zwar nehme ich hier Typ 550. Und zwar nehme ich hier 300 Gramm. Von dem Mehl 550 und siebt das einmal alles durch. Und dann nehmen wir noch 200 Gramm vom Typ 405, sodass wir auf 500 Gramm Mehl kommen. Und hier geben wir jetzt 2 Esslöffel Sonnenblumenöl rein. Und unsere Mischung von der Hefe. Ihr seht hier, hier unten ist nur ein bisschen Honig und ein bisschen Salz. Ansonsten hat sich alles wunderschön aufgelöst. Und das kneten wir jetzt alles durch zu einem schönen homogenen Teig. Wir haben hier den herrlichen Teig. Den holen wir jetzt einmal raus, weil wir den einmal bemehlen wollen. Er klebt noch ein bisschen, aber es ist kein Thema. Und einmal ein paar Mal durchkneten, das ganze Mehl von der Arbeitsplatte weg ist oder fast das ganze Mehl. Einmal rund kneten. So, das war's mit dem Teig. Der geht wieder zurück in meine Schüssel. Und wird erstmal für 1-2 Stunden an der Luft stehen gelassen, damit der dann einmal schön Volumen annimmt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr seht, ein paar Stunden später, der Teig ist richtig schön aufgegangen. Und ich habe mir schon etwas angestoßen, deswegen geht er gleich zurück. Ihr seht es hier, er wird wieder kleiner. Jetzt mehlen wir alles ein und dann räumen wir ihn auf dem Brett aus. Aber bevor wir das machen, bereiten wir kurz die Füllung vor. Für die Füllung nehmen wir Ziegenkäse oder Schafskäse. Der wird erstmal aufs Backen geholt und dann klein geschnitten. Wir brauchen nicht alles. Ungefähr ein Drittel der Verpackung. Das sind vielleicht, das sind jetzt 200 Gramm, so irgendwie 80 Gramm. Und den könnt ihr entweder klein hacken oder gleich zerbröseln. Ich wähle jetzt die Variante des kleinen Hackens. Aber wenn ihr den so einfach drüber zerbrecht hinterher bei dem Teig, ist es auch nicht schlimm. Und ich mache das auf dem Brett hier aus dem einfachen Grund. Ich brauche gleich die Platte jetzt zum Ausbreiten des Teiges. Da kommen wir ja gleich zu. Jetzt noch ein paar Oliven fein hacken, weil die auch noch in die Füllung reinkommen. Dafür nehmt ihr einfach ungefähr 10 Oliven. Ich werde gleich noch ein paar schneiden. Dann nehme ich noch in Öl eingelegte Tomaten. Zum Beispiel die hier. Die finde ich sind echt gut. Und die werde ich auch auf dem Brett schneiden, aber nur in Streifen. Und das ist die Füllung, das Brett werde ich noch sauber machen wegen dem Öl. Und das kommt jetzt beiseite und jetzt räumen wir unseren Teig aus. Für den Teig habe ich hier schon mal Mehl auf der Arbeitsfläche gegeben. Einmal um die restliche Feuchtigkeit zu binden, andererseits habe ich hier noch was Mehl drauf gegeben, um damit ich den Teig gleich besser auf die Arbeitsplatte geben kann, damit er nicht anklebt. Das ist sowohl hier der Effekt als auch hier. Jetzt wird er herausgeholt, der Teig. Und die bemehlte Seite ist hier. Kommt erstmal hier hin. Wird er hochgehoben. Und dann hier drauf. Seht ihr? Kein Mehl da. Kein Teig klebt an. Und das ist perfekt. So soll es sein. So, und jetzt wird der Teig ausgerollt. Wie ihr seht, ziehe ich den schon ein bisschen in Form. Der Teig steht ja jetzt hier, liegt er jetzt hier vor mir. Und jetzt nehmen wir unsere Mischung, die ich hier habe. Und jetzt geben wir alles einmal auf den Teig, verteilen das schön
Es ist ganz egal, wie ihr das macht, wie weit ihr das verteilt. Die Oliven auch drauf. Und dann den Käse. Und jetzt räumen wir einfach alles auf. Ihr seht jetzt hier meine Teigrolle. Und ich mache jetzt folgendes. Ich forme das zu einem Kranz und drücke die Enden zusammen. Ich kneife sie zusammen, ihr seht es hier. Sodass wir dann einen Kranz bekommen. Der ist schön. Und den geben wir jetzt auf ein gefettetes Backblech. Oder auf ein Backblech mit so einer Gummimatte. Ihr seht es hier. Erst ist auf so einer Platte hier, beziehungsweise auf so einer Backfolie, so einer Backmatte ist das hier. Wenn ihr keine Backmatte habt, nehmt einfach ein Blech oder eine Fettpfanne, wie ich jetzt hier habe, und bestreicht einfach mit Öl oder mit dem Backpapier und dann einfach da drauf. Und dann nochmal eine halbe Stunde lassen wir das jetzt alles hier gehen, damit dann nochmal der Teig ein bisschen Volumen bekommt. Und dann heizen wir den Backofen vor und backen alles schön aus. So, wie ihr seht, es war gar nicht schwer, so einen Brotring zu machen mit so einer herzhaften, herrlichen Füllung. Den Teig lasse ich jetzt noch ein bisschen gehen, habe ich ja gesagt, ungefähr 30 Minuten. Und 10 Minuten bevor die Garzeit, die Gehzeit zu Ende ist, heizt den Backofen volle Pulle vor, 250 Grad. Und dann, sobald ich die Tür aufmache, gebe ich ein Schälchen Wasser unten rein und schiebe dann das Blech einfach nur rein und drehe dann automatisch direkt danach wieder runter auf 200 Grad und lasse ihn dann ausbacken. Ungefähr 25 Minuten müssten reichen. Ich gucke gleich aber nochmal, ich schreibe euch die genaue Angabe ins Rezept rein. Ja, und dann sind wir da eigentlich schon fertig. So, wie ihr seht, ist hier ein richtig schöner Brotkranz geworden, Brotring geworden. Ihr seht es hier, hier kommen leicht die Oliven durch, hier auf der Seite kommt ein bisschen der Käse durch. Hier in der Mitte sieht man, dass ein bisschen ist aufgegangen, aber ist ja nicht schlimm. Und ihr hört, klingt hohl, also das Brot jetzt meine ich. Und so soll es auch sein. Brot muss hohl klingen, dann wisst ihr, dass es durch ist. Ich kann ja mal gucken. Ja, hier unten ist nur ein bisschen was ausgetreten, aber das macht ja gar nichts. So, und dann sind wir soweit fertig. So, wie ich gerade schon gesagt habe, das Brot ist fertig. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt runter, klar, wenn es euch gefällt, teilt diesen Inhalt hier im Social-Media-Bereich. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und dann bin ich raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, und dann kommt jetzt das Foto.